euch ganz herzlich hier in unserer Kirche in Singenrhein zu unserer meditativen Rosenkranzandacht. Wir beten heute besonders für Menschen, die ein Licht brauchen. Und so beginnen wir gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, nun darf ich da sein. Einfach da sein vor dir. Die Augen des Leibes schließen, die Augen der Seele schließen und ruhig werden, still werden bei dir. Ausatmen darf ich, was mich eben noch beansprucht hat. Loslassen darf ich, was mir noch nachläuft. Dir überlassen darf ich, was mich bedrängt. Jesus, nun darf ich da sein, einfach da sein vor dir. Wissen, dass du mir ganz nah bist, deinen Blick auf mir ruhen lassen, mich deiner Gegenwart aussetzen. Öffnen will ich mich dir, meinem Heiland. Raum geben will ich dir, meinem Meister. Einlassen will ich, was mir durch dich entgegenkommt. Jesus, nun darf ich da sein, einfach nur da sein. Wir glauben daran, dass Gott zu uns in Wort und Tat steht. Er hat uns durch Jesus seine Worte und Taten sichtbar gemacht. Mit Worten können wir unseren Glauben an unseren Gott bekennen. Und so hören wir heute einmal das Glaubensbekenntnis. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns das Feuer der göttlichen Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Wir betrachten Jesus, der uns einlädt, ihm zu folgen. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Beten wir, dass wir bereit sind, uns von Jesus ansprechen zu lassen und ihm zu folgen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einlädt, ihm zu folgen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einlädt, ihm zu folgen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einlädt, ihm zu folgen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Wir betrachten Jesus, der uns Mut macht, ihm zu glauben. An der Straße saß der blinde Bettler Bartimäus. Er rief Jesus zu: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Beten wir, dass alle von Angst bedrückten Menschen Mut bekommen, mit allem, was sie belastet, zum Herrn zu gehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns Mut macht, ihm zu glauben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns Mut macht, ihm zu glauben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns Mut macht, ihm zu glauben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir betrachten Jesus, der uns die Angst nimmt vor der Zukunft. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, wie viel mehr dann euch? Macht euch also keine Sorgen. Beten wir, dass alle Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, ihr Vertrauen auf Gott setzen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Angst nimmt vor der Zukunft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Angst nimmt vor der Zukunft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Angst nimmt vor der Zukunft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir betrachten Jesus, der Freude schenkt fürs Leben. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Beten wir, dass alle, die sich in ihrem Leben von Gott losgesagt haben, wieder zu ihm zurückkommen und Freude finden fürs Leben.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, der Freude schenkt fürs Leben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, der Freude schenkt fürs Leben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, der Freude schenkt fürs Leben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir betrachten Jesus, der in Liebe bei uns ist. So hören wir aus dem Johannesbrief. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Beten wir, dass alle Menschen, die nach einem Licht der Hoffnung in ihrem Leben suchen, die Liebe Gottes erfahren dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, der in Liebe bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, der in Liebe bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, der in Liebe bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überlassen und bist so zur Quelle der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus, führe uns zu ihm, lehre uns ihn kennen und ihn lieben, dann
damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können, inmitten einer düsteren Welt. Amen. So segne, schütze und führe uns und alle, für die wir gebetet haben, alle, die Gottes Nähe heute besonders brauchen, und alle, für die niemand mehr betet, der dreifaltige Gott in seiner Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.